Oh Gott. Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Was ist hier passiert? Naja, in erster Linie erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter mit Trevor. Schein, was haben wir denn hier für ein bisschen? Hier unten ist ein J. Da können wir Josh. Was haben wir denn da? Ist Josh? Ich brauche ein Auto. Wir haben scheinbar nur eine Mission mit unserem Freund Trevor. Oh, na, okay. Warte mal. Ich brauche ein Auto. Ein Boot. Entschuldigung. Auto, Boot, Fahrzeug, irgendwie auch immer. Aber was zur Hölle ist hier passiert? Oh, das sind. Ja, scheint wieder ein bisschen Ärger mit irgendwie mit den Lost gehabt zu haben, so ich das gerade mit mir angucke. Man kann nicht was die letzte Mission, weil die wir mit Trevor gemacht haben. Naja. Frage ist, wo müssen wir denn da hin jetzt? Wir können ja da auch aufs Land. Warte mal, ich war auf einem anderen Wegpunkt gerade. Dann setze ich mir mal kurz eben hier hin. Weil dann war ich ein bisschen kürzer zum. Zum Land. Ja, dann habe ich die Möglichkeit, eher ein Auto zu finden, wahrscheinlich. Und dann fahren wir zu Josh. Denke ich mir mal. So. Gut, Trevor hat seine ganzen Waffen noch dabei. Die Frage ist nur, wo tut der sie hin? Das will ich gerade irgendwie doch nicht wissen. So, ich brauche ein Auto jetzt erstmal. Da sind ein paar Jetskis, aber die haben kein Auto da, ne? Verdammt. Aber jetzt alles. Josh, haben wir noch. Oh, wir haben Moment. Wir haben noch eine Linksmission, ne? Dann machen wir die. Aber wir müssen erstmal, wie gesagt, erstmal zurück ins Land und ein Auto organisieren. Das wäre die dritte Mission für das Ehepaar. Mit Thornhill und Nigel heißt da, glaube ich, der Kollege, das ist ältere Ehepaar. Da, wo wir das Halsband und. Ja, was war das andere Teil nochmal? Da war auch irgendwie ein Promi-Souvenir. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Was haben wir denn da noch gehabt? Promi-Souvenir. Was war denn das zweite? Ist gut. Das, ich höre Motorengeräusch. Das ist eine Straße da oben. Cooles Gebäude da oben. Was ist denn das? Ah, das ist, ich glaube, das ist keine gute Idee vom. Ich glaube, das gehört zum, ja, das war natürlich die ideale Variante. Ich hab da gerade mal kurz einen Hasen überfahren. Das hört sich mir ekelhaft an, aber das ist tatsächlich schon ein paar Mal privat auch passiert. Also nicht mit Absicht natürlich, klar. Aber wenn die dann. Ah, scheiße, der ist schon gekommen, wie kommt's wieder? Ich muss jetzt gerade mal kurz eben. Nein! Das war natürlich nicht der Plan. Ich frage, jetzt kommen die hier hoch? Wollen die hier hoch? Oder bleiben die da unten?
Ah, wir wollen hier hoch mit. Scheiße. Scheiße! Ich verpiss mich am Müssen. Scheiße. War natürlich nicht die ideale Variante. Oh, ich hasse das. Mit Hörer ist irgendwie nur Ärger an der mit den Kopf. Mit Trevor hast du nur Ärger mit den Cops. Und da vorne sind drei Cops, die wollen wir loswerden. Komm. Verschwindet. Ich muss hier runter eigentlich, schätze ich, oder? Ich mach das auch, ich fall jetzt hier runter. Was? Mann, ich wollte eigentlich nicht den Kopf jetzt mit denen kommen. Die gehen mir mal. Manchmal nerven sie ein bisschen. Jawohl, jetzt sitzt du los. Sind wir so los. Warte mal, ich muss mich nur mal ganz kurz richtig hinsetzen. Und dann können wir die nächste Mission angehen. Hoffe ich mal. Das war natürlich keine Absicht. So, gucken wir mal. Richtig teures persönliches Fahrzeug? Ja gut, beim Stripclub gehört ja der Laden auch. Aber die Frage, was erwartet so? Ah genau, wir wollten das mit dem Promi-Souvenir machen. Genau, das war das. Das dritte noch holen. Ich glaube, es ist dann auch das letzte, hoffentlich. Das ist dann hoffentlich auch das letzte. Das war mir so klar. Irgendwie. Oh. Haben wir nur so Dinger? Komm her. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir wieder Cops haben. Gut. Aber die Verkäufer flüchtig. Ich glaube, da unten ist nämlich der Tunnel. Naja. Klappt heute irgendwie nicht alles, was ich wollte. Entschuldigung, das war Absicht. Hier müssen wir runter, ne? Nein, bitte so nicht fahren wie im realen Straßenverkehr, wie ich das jetzt hier gerade GTA mache. Nicht so eine gute Idee. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen näher an mich stellen. So, passt. Ja, ich weiß, wir haben noch einige Missionen offen, die machen wir auch noch Step by Step, aber wie gesagt, jetzt. Gut, wir sind ja jetzt eigentlich dran, tatsächlich eine Nebenmission zu machen. Das ist ja eigentlich keine Hauptmission, die wir jetzt hier machen. Das ist nämlich wirklich eine Nebenmission, gehört also quasi mit dazu. Und da wir momentan eh keine Hauptmission haben, zumindest nicht mit Trevor,
Können wir mit dem einfach mal ein bisschen Quatsch machen. Neben Quatsch machen. Das war mir so klar. Auch meine Fre. So, wir müssen hier auf den Golfplatz. Diesmal bitte nicht. Hoffentlich nicht mit dem Auto. Diesmal fahren wir mit dem, gehen wir zu Fuß drauf. Weil eigentlich theoretisch könnte man von hier auch, ne? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Gut, auch nicht. Oh, da hinten ist noch ein. Da ist noch ein Promise. Wisst ihr was, mit dem Golfplatz, das war gerade außen vor. Ich mache mir das eine Ding noch da oben. Ich weiß, dass wir den letzten dann noch machen müssen. Ich weiß, was wir am Golfplatz machen müssen. Ich weiß nur nicht gerade, was wir jetzt hier noch oben ist. Mir fällt mal bei Westen will nicht ein, das nächste das andere. Ach genau, die Goldzähne von dem Typen von der von Willy aus dem Club. So, die Frage ist, was müssen wir hier holen? Alter, wer den Schwimmer mal anziehen müssen. Steht der Teil der Dixes Kleidung. Aber die Frage ist, komme ich da hoch? Ja. Die Frage ist so. Warum wird es, wenn hier ist Tyler? Die Frage ist. I think that pill you gave me is wearing off. I've been watching you do laps for. Hey! Who the fuck are you? Yo! Hey! He just took my clothes! Ja, hab ich. Komm, wir machen mal ohne Aufsehen noch hin. Ab. Oh nein! Warum war das irgendwie so klar, dass die Kollegen von den Cops mal wieder ein bisschen spielen wollen? Scheiße, Alter. Ich hätte die beiden doch erschießen müssen. Sie wissen hoffentlich nicht, dass ich hier bin. Weil sie haben mich nicht gesehen. Sie wissen nicht, dass ich hier bin. Kopf verschwindet. Oh nein, die kommt zurück. Die kommt zurück, verdammt. Kopf verschwindet. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Wie wisst ihr, dass ich also wie im Auto bin? Wahrscheinlich. Jawohl. Hallo, this is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the United States of America. It's me, in Nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Die Frage ist, wir können den Golfplatz nicht machen, ne? Weil der immer noch. Weil die scheiß Cops jedes Mal spielen wollen. Nee, können wir doch. Ich warte wollte über die. Sie wissen, das muss das nur aktivieren. Okay. Die haben wir dann auch erledigt. Und dann fehlt uns, glaube ich, hoffentlich nur noch ein einziges. Ja. Ich glaube, jetzt natürlich kein Auto. Dann klar, da fehlt uns, wie gesagt, tatsächlich nur noch ein einziges. Ich glaube, ein Souvenir fehlt uns noch. Ich weiß nicht, was tatsächlich noch. Also, wir hatten ja, wir haben jetzt drei. Wie gesagt, wir haben die Goldzähne, wir haben das Halsband. Jetzt haben wir die Klamotten. Ich weiß, was wir jetzt holen müssen. Jetzt müssen wir, glaube ich, Goldschläge holen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das wird natürlich nicht einfach werden. Aber wie gesagt, wir werden diesmal zu Fuß, denn wir müssen zu Fuß eh drauf gehen. Und ich hab. Ah gut, ich habe jetzt eine Spezialfähigkeit noch, ne? Wir machen das anders. Wir setzen uns das Auto hier vor. Dann haben wir zumindest mögliche. Steht den Kurschläger von Mark Fostenberg. Moment, ich muss mir das mal gerade angucken. Wie weit der. Ja, cool.
Ist er das? Ist schon? Ist die Gruppe das schon? Ja, das ist die Gruppe, okay. Oder ist es der nicht? Doch. Ist das der? Ja, das müsste der sein. Ne, das war der nicht. Scheiße. So. Ist nicht das Geschlecht hier hin. Hängen die Bullen ab, oh, super. Auf dem Golfplatz. Mit dem Golfcar. Hey, ich meine, die Cops können wir jetzt eh, müssen wir jetzt eh mit denen spielen. Mach das jetzt anders. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich an die Straße komme. Das war natürlich nicht gut. Oder doch? Wir brauchen jetzt ein Auto. Dann haben wir nämlich. Wo ist denn mein Wagen? Steht der nicht irgendwo? Ach, wir haben sie schon los? Das ging ja schnell. Word up! I said it, Mrs. Thornhill! I persuaded Mark Faustenberg to donate one of his golf clubs to your Museum of Dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Alter! Speak to you soon! I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Ja, geschafft. Warte, wenn ihr es mag. Das ging jetzt aber schnell. Alle weggeschossen, wunderbar. So, haben wir noch irgendwie was? Nö, ne? Kostet überhaupt der Spaß? Der kostet genug, der kostet ganz viel, glaube ich, hier im Golfplatz. Oder? Kostet nämlich 150 Millionen oder so? Ah, okay, ja. Gut, dann haben wir das mit Trevor auch soweit erledigt. Was haben wir denn als nächstes? Das ist Franklin. Das ist Franklin. B, Beverly? Was ist das B? Na, Biko-Bekleidung ist es nicht. Obwohl, apropos Bekleidung, wir machen das anders. Wir machen jetzt noch eine kleine Folge mit Trevor und Bekleidung. Wir kleiden den jetzt noch mal an, weil, ne? Und dann machen wir hier Feierabend. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen was getan. Und dann kümmern wir uns mal um Franklin. Also nicht heute, sondern morgen quasi. Lucky miss. So, eingeparkt, passt. So. Whatever. Ja. Genau, whatever. Hello. Ja. Right place. Ja, jetzt sind wir. So, wir wollen Klamotten kaufen, Anzüge. Komm, wir machen nämlich mal ein bisschen. Ja, den nehmen wir mit. Dann sieht er wieder ein bisschen halbwegs gut aus. Das ging jetzt verdammt schnell. So, Sportbekleidung nicht. Haben wir noch was, irgendwas Schönes? Nee, da ist nichts. Okay, ich dachte mir noch. Ich hätte mir jetzt nämlich noch was gerne noch eine. So, wir bringen ihn natürlich jetzt erstmal noch schnell zum. Ja, den Anzug. Ich musste ihm jetzt einen Anzug anziehen. Ja. Haben wir noch einen Friseurtermin? Warte mal, Moment. Gucken wir nochmal gerade mal einen Friseur. Irgendwo Farben in der Nähe. Da ist auch wieder so ein Michael-Ding. Ne? Oh, ich suche gerade einen Friseur. Der ist dort. Dann zeigen wir unseren liebenswerten kleinen Psycho ein bisschen um. Ach, schön, wir haben alle vier Souvenirs für das alte Ehepaar. Ich dachte, wir treffen uns mit denen nochmal und übergeben denen das Zeug. Aber irgendwie, naja. Aber egal, wir haben die Sachen zumindest geholt. Wir haben das an den Missionen abgearbeitet.
Whoa! Zoom. Hey, buddy. You all right? Hey, hey now, buddy. Calm down. Dankeschön. So, ich muss eigentlich hier rein. So. Okay, no, you're fine. It looks wonderful. I promise. Look, stop stretching out. Is it me? Yes, now get out of here. Next time, you have to tell me what happened underneath the boardroom table. Okay, I'll get my assistant to book a blow dry next week. We'll see you soon. Please, have a seat. Ja, ja, Vater, sorry. Ich musste gerade ganz kurz noch was schreiben. Meine Freundin hat mir gerade kurz geschrieben. So, ja. Dann machen wir das doch mal. Was haben wir denn mit so einem Twerber? Frisuren. Oh, komm, wir machen eben eine Katze. $200, aber kurz um die Haare zu rasieren. Alter, was ist das für ein Friseur? So, jetzt gucken wir mal, was der hier ist. Wie steht ihm das? Sieht aus wie mein ehemaliger Chef. Da. Na gut, dann machen wir das so. Das steht ihm tatsächlich am besten. $60, um mal kurz die Haare vom Kopf auf den Bart und den Bart zu setzen. Ja, passt. Wunderbar. Bye-bye, beautiful. Adieu. Gut. Dann haben wir den Trevor auch kurz eben fertig gemacht. Was haben wir denn heute noch? So ein bisschen Mission. Ja, ich weiß, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber ich habe sonst keine Hauptmission mehr, ne? Einzig hier. Die Mission da mit Franklin. Wenn ich will, würde ich sagen. Moment nochmal. Also wenn ich würde ich jetzt da gerade sagen, machen wir mal Feierabend, wir sind in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns mal um Franklin, würde ich sagen. Was haben wir hier? Achso, das ist mein Dingscharakter. Bis dann. Tschüss.